Sie stehen heute am Ostersamstag hier. Warum? Vom Bundeskanzleramt. Das hatte ich am Anfang erwähnt. Und heute wäre ja der Ostermarsch 2002 hier in Berlin gewesen, zwar an einer anderen Strecke, aber wir haben uns jetzt hier vor das Kanzleramt postiert, weil die Hauptverantwortliche für die Rüstungsexportpolitik, für die Auslandseinsätze der Bundeswehr und andere militärischen Unterstützung von anderen Ländern Angela Merkel ist. Das Machtzentrum dieses unseres Staates. Wir meinen, dass Angela Merkel sich entrüsten muss, dass Angela Merkel den Leopardpanzer den Leo an die Kette legen muss. Und vor einigen Jahren haben wir Angela Merkel dieses Ehrenmal verliehen für ihre besondere Verdienste um klammheimliche Rüstungsexporte an Diktaturen und weltweite Kriegseinsätze. In Dankbarkeit die Stifter eher den S, Heckler und Koch, Rheinmetall, Kraus, Maffay, Gegner, sowie die Regierungschef von Saudi-Arabien, Algerien, Indonesien, Bahrain, Katar und Mexiko. Vor einer Woche haben Sie den Film in der ARD Meister des Todes 2 gesehen. Da ging es um die illegalen Waffentransfers Richtung Mexiko, wo Studenten ermordet worden ist. Und Angela Merkel weiß es, schaut aber weg. Punkt.